Die Geschichte des Waldwassers beginnt vor 50 Jahren. Damals, 1963, hatte der Regener Landrat Max Binder die Idee, das fließende Wasser in den Bayerischen Wald zu bringen. Für den jetzigen Verbandsvorsitzenden der Wasserversorgung, den Deggendorfer Landrat Christian Bernreiter, war das eine der herausragendsten Pionierleistungen, die je im Bayerischen Wald vollbracht wurden. Wir haben hier keine bündigen Böden, überall Granit, da hält sich kein Wasser. Es hat oft Wasserknappheit geherrscht. Die Leute mussten täglich 2 Stunden damit verbringen, Wasser ans Haus heranzubringen. In Trockenmonaten gab es überhaupt kein Wasser. Und durch diese Geschichte, die Trinkwassertalsperre und die Verzweigung, dass man zentral das Wasser versorgt, haben wir täglich jetzt dieses hohe, qualitätsvolle Nass am Wasserhahn. Jeder dreht morgens auf und keiner denkt weiter darüber nach. Mittlerweile werden über den größten Zweckverband dieser Art in Bayern über 500.000 Menschen mit Wasser versorgt. Das Verbandsgebiet erstreckt sich über 7 Landkreise und rund 8.000 Quadratkilometer. Muss man sich vorstellen, das Versorgungsgebiet des Zweckverbandes hier ist 25 Mal größer als der von München. Das heißt, diese schwierige Aufgabe zu lösen, bedarf einer besonderen Anstrengung. Und dass man das hier interkommunal im Sinne einer Verbandslösung angegangen hat und dass die funktioniert hat, dass man große Investitionen auf den Weg gebracht hat, die heute wahrscheinlich schwierig wären durchzusetzen. Ich denke jetzt an den Trinkwasserspeicher Frauenau. Das ist schon eine besondere Leistung und die ist des Feierns wert. Mehr als 260 Millionen Euro hat der Verband in 5 Jahrzehnten in die verschiedenen technischen Einrichtungen im Versorgungsgebiet investiert. Wir stehen ja auf 2 Säulen. Das eine ist der Trinkwassertalspeicher in Frauenau. Das andere ist unser Grundwasserpumpwerk im Moos. Im Moos ist das Wasser kalkhaltig, hart. Und das wird die nächste große Aufgabe. Es ist bereits die Planung eingeleitet, dass wir hier eine große Entkalkungsanlage bauen. Was der Verband auch versucht, das Wasser aus dem Bayerischen Wald als Waldwasser immer mehr als Marke zu etablieren. Seit 4 Jahren ist dieser Name auch markenrechtlich geschützt. Wir haben sehr viele gute Quellen. Wir haben die Talsperre mit hervorragender Wasserqualität. Und dieses Wasser ist zu schade, um es nur zum Autowaschen und zum Zähneputzen herzunehmen. Hier gibt es also keine Schwierigkeiten, das mit jedem handelsüblichen Tafelwasser zu vergleichen oder Mineralwasser. Zahlreiche Gastronomen in der Region schenken das Waldwasser bereits aus und helfen somit, das Wasser aus dem Bayerischen Wald noch bekannter zu machen.